Herzlich willkommen zum letzten Video vor der großen Enthüllung unseres XB21. Ich bin Mohit und für das autonome Software-Team zuständig. Wie Sie mittlerweile schon erfahren haben, ist der XB21 ein Rennwagen, der sowohl manuell mitfahren oder im autonomen fahren kann. Unser autonomes System funktioniert wie ein intelligentes maschinelles Fahrer. Es enthält von mechanischen Bauteilen im Analogie zu menschlichen Fahrern. Es gibt einen rotationalen LiDAR und zwei Monokameras, die als Augen des Systems funktionieren. Der LiDAR inmitten der Rotation triggert die Kameras direkt durch das Hardware, sodass wir das synchronisierte Kamerabilder und LiDAR-Punktwolken erhalten. Die Kamerabilder werden vorverarbeitet und dann durch das YOLO-Erkennungen-Framework die Farbe und dann die Positionen von Cones werden geschätzt. Die LiDAR-Punktwolken werden auf mögliche Motion Distortion kalibriert und dann mit den Erkennungen des Kameras synchronisiert und validiert. Diese Erkennungen werden beim Mapping berücksichtigt, um die Karte von Landmarken zu erstellen. Wir verwenden FastLAMP, eines der robusten partikelfilterbasierten SLAM, das wie ein Gedächtnis agiert. Es schätzt die Bewegung des Autos durch IMU, GPS und Raddrehungen und kalibriert dann die Erkennungen weiter und speist sie auf den lokalen Karte. Im Wettbewerb haben wir 4 dynamische Ereignisse, 2 bekannten Strecken und die anspruchsvollsten 2 unbekannten Strecken, Autocross und Track Drive. Während der unbekannten Mission plant die lokale Planer die stabile, sichere und schnelle Trajektorie im S-Side mit begrenzter Wahrnehmungsreichweite der Umgebung. Sobald die Karte den Startpunkt erkennt, optimiert der globale Planer die Trajektorie, um das Auto schneller fahren zu lassen. Im Bereich der Regelung werden bei uns 2 Ansätze verfolgt. Zum einen die klassische Methode über geometrische Zusammenhänge. Diese sind robust und zuverlässig. Darüber hinaus verfolgen wir den Ansatz eines nichtlinearen Model Predictive Controllers, um das Auto auch an der Leistungsgrenze stabil zu halten. Zum Schluss möchten wir uns bei allen unseren Sponsoren bedanken, die auch in diesen schwierigen Zeiten mit uns da sind. Ohne Ihre außerordentliche Hilfe wäre es nicht möglich, unser Projekt zu ermöglichen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in uns.